Also ich sitze jetzt hier schon die ganze Zeit oder besser gesagt seit einigen Tagen und beschäftige mich mit dem, wie kann ich das Verhältnis von Picasso und seinen verschiedenen Beziehungen oder Ehen, wie kann ich das in ein künstlerisches Verhältnis setzen? Denn es gehört für mich in ein künstlerisches Verhältnis. Wenn ihr euch erinnern könnt, das letzte Thema, was wir zu fassen hatten, das war François Gillot. François Gillot war die Lebensgefährtin von Picasso und das war die einzige, die sich in der Zeit seiner Beziehung von ihm verabschiedet hat, die also gegangen ist und nicht umgekehrt. Weil ansonsten war das Bild eher umgekehrt. Und das ist unser heutiges Thema, Pablo Picasso. Pablo Picasso, der Mann, der viele Stile kreierte und von dem man sagt, dass er ein Genie war. Aber es gibt auch andere Meinungen, die meinten, er wäre ein Monster. Also wir sehen gleich zwei Dinge, die auf uns zukommen in diesen Momenten, in denen wir euch oder ich euch versuche, Picasso näher zu bringen, sehen wir eben das Dr. Jekyll und Mr. Hyde Prinzip, also das Gute und das Böse. Und damit wird sich das ganze Thema uns erschließen. Das ganze Thema Pablo Picasso. Fangen wir doch mal mit der ersten Liebesaffäre von Picasso an. Es war ein Modell in der Zeit. Es war um 1904. Diese Beziehung startete, weil Picasso sie im Künstlerviertel in Paris kennenlernte. Sie hat im Wesentlichen Picassos inspiriert zur blauen und rosa Periode, wobei da gibt es auch wieder verschiedene Deckungsgleichheiten mit anderen Frauen in der Zeit. Man kann nicht sagen, hier beginnt die blaue oder die rosa Periode, weil das Fernand Olivier ist, sondern es ist alles ein Flow. Und wir halten es jetzt aber mal fest, dass sie vielleicht die entscheidende Person war für die blaue und rosa Periode. Das war die blaue Periode, in dem sein bester Freund in Barcelona auch starb. Von daher gesehen ist sie auch oft mit ihm nach Barcelona gereist, um die Stadt kennenzulernen, auch die Eltern von ihm kennenzulernen. Und dort hat sie natürlich ein ganz anderes Bild kennengelernt als von dem französischen, der ja in Paris lebende Picasso. Sie lernte da den Spanier kennen. Und der Spanier ist und bleibt in der Zeit, ich hoffe, dass das heute nicht mehr so ist, aber eigentlich ist er ein Macho. Und mit diesem Weltbild marschiert dieser Mann eigentlich von einer Beziehung in die andere. Fernand Olivier war also das erste Modell. Und vielleicht kann ich ganz kurz noch erwähnen, als die Beziehung dann gegen Ende war und es fing an, dass Picasso Geld verdiente mit der blauen und rosa Periode, was ja jeder verstehen kann, es waren umwerfend gute Bilder, traumhaft schöne Bilder. Und in dieser Zeit begann er, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen. Und er wurde ein vermögender Künstler in der Zeit. Und er hatte dann für Fernand Olivier auch eine Wohnung gemietet, die sie für sich haben konnte. Also er hat dann doch gezeigt, dass es nicht immer nur ums Geld geht und er sich dieser Person gegenüber auch in irgendeiner Art und Weise schuldig fühlte. Sehr wichtig. Ein Schuldbewusstsein bei Picasso ist das, was irgendwann nicht mehr da ist. Hier war es noch da. Eva Guell. 1911 heiratete er diese Person. Eine ganz sensible und sehr zarte Person, die man auf den Fotos immer sieht, mit einer Art Kimonos bekleidet. Sie war wohl das Bedeutendste in seinem Leben und sie war die, die er auch verloren hatte. Denn sie ist an Krebs gestorben und er hatte einen großen Schmerz und eine große Trauer über eine lange Zeit zu verarbeiten. Eva Guell hat ihn inspiriert zu einem neuen Stil, der sich schon andeutete mit Georges Braque. Georges Braque ist ja der Kubist, oder ist Picasso der Kubist? Dann kommen wieder die Fragen, wer hat den Kubismus eigentlich entdeckt oder erfunden? Picasso oder Braque? Ist, glaube ich, auch egal. Er hatte die Inspiration über diese Person, die auch in dieses Schmerzhafte gegangen ist. Man kann es sich so vorstellen, wenn ein Mensch
Schmerzen, große Schmerzen erleidet, gibt es viele Brüche von Normal und Schmerz. Und in diesen Brüchen entsteht etwas, wie ich es interpretieren würde, was kubistisch ist. Das heißt, es wird etwas zerschnitten. Es ist wie ein Schnitt in der Oberfläche. Und so kann man sich das ein wenig vorstellen, dass bei diesen Schmerzen es ihm ganz klar entgegenkam, nicht mehr rosa zu malen, nicht mehr blau zu malen, sondern kubistisch abgehackt zu malen, tangentiale Formen zu suchen, Erdfarben zu suchen, Grün-Brauntöne überlagern das Bild, collageartige Elemente entstehen. Und das ist dann der Neubeginn von Picasso in seinem künstlerischen Begehen. Eva Goll ist eine wohl nie wirklich in sich gelöste Liebe gewesen, weil sie ist aus der Welt gegangen und deshalb auch nicht wirklich gelöst. Er konnte nicht mit dem Mechanismus arbeiten, ich trenne mich jetzt, so wie er es bei Fernand Olivier gemacht hat. Plötzlich gab es etwas Sensationelles in Paris. Ballet Russe, das russische Ballett, geleitet von Sergei Diaghilev. Diaghilev war der große Inspirator für jegliche Form von modernem Ballett in Paris. Er war natürlich auch bekannt fürs klassische Ballett. Und da gab es eine Frau, die faszinierte Picasso. Olga Koklova. 1917 lernten sie sich kennen, 1918 wurde sie seine Frau. Also wir haben hier die eine Frau, die verstorben ist. Und jetzt haben wir eine Frau, die einen ganz großen Einfluss auf ihn hat, über das Ballett. Es entstehen Bilder mit Artisten, die Artistenfamilie. Es entstehen ganz wundervolle, poetische Themen über Artisten und auch über Ballett. Oder besser gesagt, er entwirft Bühnenbilder fürs Ballett in Rom. Olga inspirierte ihn zu ganz besonderen, wunderschönen Zeichnungen auch. Und Zeichnungen, die sehr zart waren. Auch sie hatte etwas Zartes, aber sie hatte gleichzeitig ein monströses Temperament. Und sie war eine sehr aufbrausende Person. Sie war sehr eifersüchtig. Und so haben die beiden sich natürlich nicht immer nur friedlich begegnen können, sondern fanden auch immer wieder Möglichkeiten zum Eskalieren. Und damit hat sie eigentlich schon längst bevor diese Beziehung zu einer großen Leidenschaft wurde, hatte sie eigentlich schon das Ende eingeläutet durch das Drama. Das ist eben dieses, ich will das jetzt nicht klischieren, das russische Drama hat eine ganz bestimmte Ausgangsposition, das immer mit Leidenschaft verbunden ist und Herzschmerz. Und ich glaube, das war jetzt auch die Zeit, wo Picasso dessen überdrüssig wurde, weil schon das Schmerzhalle seiner Frau, der Eva Goll, war jetzt musste abgelöst werden. Olga Koklova von dem russischen Ballett. Die ganze traurig endete. Sie ist nachher dem Alkohol verfallen, obwohl Picasso hatte sie ja schon längst verlassen. Sie ist dem Alkohol verfallen und sie hatte merkwürdigste Anwandlungen, dass sie auf Müllplätzen rumsuchte oder dass sie mit sehr merkwürdigen Personen Kontakt aufnahm. Es war so, dass ich denke mal, oder ich interpretiere jetzt hier, dass dieser Schmerz, den sie empfand, Picasso nicht mehr an ihrer Seite zu haben, dass dieser Schmerz in ihr ein großes Tor in die Dunkelheit geöffnet hat. Und deshalb ist gerade diese Beziehung im Endeffekt sehr schmerzhaft geblieben, für ihn und für sie. Der nächste große Eingang für Picasso war der Eingang zu seiner Welt zurück, zu dem Bohemian oder wir würden heute sagen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Er fand sozusagen das wieder, was er die ganze Zeit aufgegeben hatte, um mit Olga Koklova eine eher bürgerlich, großbürgerliche Ehe zu führen.
Und in Picasso gibt es dann genau dieses Moment, dass er dann wieder einen Schritt zu sich selber machen möchte. Und der war wohl notwendig, weil die beiden waren wirklich in einem schweren Desaster miteinander, mit der Olga Koklova. Und da lernte er die Sarah Murphy kennen. Und die Sarah Murphy war die Frau eines amerikanischen Multimillionärs. Und mit dieser Frau, die fand er wohl so anziehend, war auch eine sehr besondere Frau, dass er mit ihr dann, ich weiß nicht, One-Night-Stand oder kurzfristig, es ist nicht belegt, wie lange sie zusammen waren, aber belegt ist auf jeden Fall, dass sie mit ihm oder er mit ihr eine kurze Affäre hatte. Und es wandelte sich schon wieder so aus diesen Bildern, die er von Olga gemalt hatte, die sehr eher klassische Natur wieder hatten. Er fand sozusagen eine Art Pointillismus, er fand eine Art altmeisterliche Malweise, er fand eine sehr, sehr ausgereifte Technik, wie Ingres sie benutzt hatte, wieder. Und das war aber dann alles, was er dann für sich selber wieder aufgelöst hat. Es ging in die nächste Phase seiner künstlerischen Inspiration. Und wieder einmal war eine Lady, eine besonders reizvolle Lady, Sarah Murphy, der Ausgangspunkt. Marie-Therese Walter, eine ganz besonders interessante und schöne Person. Eine Spanierin, die aber blond war und eine sehr sportliche Erscheinung war. Aber dennoch hatte sie etwas berauschend Sinnliches. Wenn man heute Fotos von ihr sieht, dann schätzt man sie ganz anders ein als die Bilder, die Picasso von ihr gemalt hat. Man sucht die Rundungen, aber sie hatte etwas sehr Extraordinäres in ihrer Haltung gehabt. Sie hatte einen Schäferhund und Picasso fing an, wirklich alles viel, viel weiblicher darzustellen. Ihre Porträts sind eine ganz wichtige Stilveränderung in seinem Leben. Und wieder mal hat eine Person, eine Frau, diesen Stil verändert. Er war wieder an einer anderen Quelle angedockt und hatte diese auch wirklich genutzt. Sie wurde schwanger von ihm und hatte eine Tochter. Und es war eine lange Zeit, in der Picasso immer wieder diese Tochter am Sonntag besuchte und sich hin und wieder von ihr, von der Marie-Therese Walter, die Haare hat schneiden lassen. Gut, es wurden immer weniger. Aber sie durfte noch ab und zu irgendwie ihm ein Pony schneiden oder die Seiten korrigieren. Marie-Therese Walter, auch wieder eine neue Quelle, von Quelle zu Quelle. Diesmal eine blonde Spanierin. Dora Maar war jetzt die, die auch initiierte, dass Picasso sich ganz und gar von Marie-Therese Walter entfernte. In dieser Zeit, in der Dora Maar ihn besuchte, kam auch Marie-Therese Walter und Picasso hat versucht, die beiden auseinanderzuhalten, aber es endete in einer Prügelei von den beiden Frauen. Und Picasso fand es sehr amüsant, dass sich zwei Frauen um ihn prügeln. Und da schaut sich so ein bisschen das Dämonische von Picasso auch sich selbst an. Das entscheidende Bild gehört genau zu diesen weinenden Personen, zu diesem, was Dora Maar impliziert hatte, zu dieser Traurigkeit, zu dieser surrealen Traurigkeit. Sie hat ihn dazu bewegt, endlich das Bild zu beginnen, um eine eigene politische Aussage für sein Spanien, für die Katalanen abzugeben. Dieses Bild Guernica ist wohl eines der berühmtesten Bilder von Picasso geworden. Es gibt viele, aber dies ist wohl das Bedeutendste, was dann auch zu der Weltausstellung gemalt wurde, in dem es Picasso auch darum ging, den Weltfrieden zu erhalten. Aber der Zynismus zeigt sich auch hier wieder in Picasso, dass er sich überhaupt nicht auskannte mit dem, was Kommunismus war, weil es ging um Stalin und es ging nicht mehr um irgendwelche sozialistischen Tendenzen. Und er war Ehrenmitglied der Kommunistischen Partei. Und das ist noch zynischer daran, dass er in der Zeit die Friedenstaube gezeichnet hat, die ja gar nicht mehr, wenn wir das mit Stalin assoziieren, gar nicht zu dem Inhalt passt. Dora Maar
hat all dies bei ihm auch provoziert, diese Gegensätzlichkeiten und dieses, ganz egal, was sie auch sagt, ich lebe mein Leben. Und auch Dorama musste dann später sehen, dass sie über schwerste Depressionen, über die Trennung von Picasso nicht hinwegkam. Der Kreis schließt sich und das Entscheidende in dem sich schließenden Kreis ist, dass noch zwei Personen übrig sind, zwei Frauen noch übrig sind und die für mich wohl interessanteste, faszinierendste, auch die attraktivste Frau war Françoise Gillot. Françoise Gillot haben wir ja in einem Teil davor schon behandelt und deshalb brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Guckt euch lieber diesen Teil nochmal an über François Gillot. Aber vielleicht ist das, wie er sie gemalt hat, wohl entscheidend. Er hat sie als Blume gemalt, als aufrechte, stehende, ein langes Hochformat, eine Blume gemalt. Er hätte sie nicht anders malen können, denn sie war aufrecht. Sie war die aufrichtigste Frau in seinem Leben. Und die Frau, die auch ihm zwei Kinder geschenkt hat, hat ja auch Kunst studiert und hatte ihre eigene Vorstellung von Kunst. Und ich glaube, sie ist deshalb auch nur zu Picasso übergelaufen, wenn man es so nennen kann, weil er ihr versprach, sie kann ein Teilhaber seiner Quelle werden, was sie auch wurde. Oder besser gesagt, sie hat sehr viel Inspiration auf ihn ausgeübt. Seine Zeichnungen aus der Zeit von François, seine Porträts, sowie die Bilder oder Porträts von Françoise Gillot, speziell die Zeichnungen, ähneln sich sehr. Diese One-Line, wunderschöne, in einer Linie gezeichnet, durchgezeichneten Porträts von Françoise Gillot und auch die von Picasso zeigen deutlich, wie eng sie miteinander auch arbeiten konnten und wie gut dieser kreative Austausch war. Und auch hier ist das Entscheidende, dass sie ihm etwas gegeben hat, was er durch diese einzigartige Frau bestimmt so nicht auf der Welt in seiner Welt vorgefunden hätte. Françoise Gillot, eine ganz großartige Künstlerin. Und last not least, Jacqueline, die ihr Leben bis Picassos Ende durchhalten musste, was ja auch nicht schwer fiel. Also wenn man sich die von David Dunkles die Fotobände anschaut, wie sie mit ihm gelebt hat, dann hat man so die Vermutung, die waren beide sehr eins und sehr glücklich miteinander. Und sie war auch die, die alles verboten hatte, was mit den Kindern von François Gillot zu tun hatte. Sie hatte sogar verboten, als Picasso starb, dass diese Kinder zur Beerdigung kamen. François Gillot war sozusagen die Öffnung und Jacqueline war das Ende. Und das Ende hat auch damit etwas zu tun, dass Picasso in einer ganz besonderen, wie ein finales Öffnen, nochmal Bilder, Porträtzeichnungen von ihr gemacht hat, die sowohl Collagetechnik wie auch Kohletechnik, Kohlezeichnungen nochmal in einen ganz neuen Stil gebracht hat. Das harmonische Element, und das ist vielleicht das wichtigste Wort in diesem Verhältnis, das harmonische Element war Jacqueline, sie hat ihn komplett geerdet und hat ihm sozusagen das Gefühl gegeben, er ist der spanische König. Und so findet sich auch alles in den Bildwerken von David Douglas Duncan wieder, diese wunderschönen Fotos, dass er mit dieser Frau wohl oder sie ihm das gegeben hatte, was er jahrelang suchte, was er bei François Gillot natürlich nie gefunden hat. Die hat sozusagen die Auseinandersetzung gesucht. Und sie hat ihm von vornherein gesetzt, das mache ich und das mache ich nicht. Wohin die Jacqueline alles mit ihm teilte und immer für ihn da war. Dazu kam, dass er, was sehr wenig wissen, eine Prostata-Operation hatte. Das heißt also, die Prostata wurde ihm herausgenommen. Und Jacqueline hatte ihm nur gesagt, was willst du, Kunst oder Sex?
Und er hat sich dann wohl dafür entschieden, sein Leben mit der Kunst fortzuführen. Er war also am Ende seines Lebens durchaus von vielen Dingen befreit und gleichzeitig aber war in ihm immer noch dieser Drang, etwas Neues zu machen. Das war wie so ein Automatismus, der in ihm gelebt hat. Und der Automatismus, die Frauen zu wechseln oder die Quelle zu wechseln, hatte sich auch beruhigt. Also musste Jacqueline wohl alle Elemente mit in diese Beziehung eingebracht haben, die ihn sehr glücklich gemacht haben. Denn die Fotos von dem Douglas Duncan zeigen einen sehr glücklichen, sehr heiteren und sehr ausgeglichenen Picasso, den man vorher in dieser Art nicht sehen konnte. Jacqueline hat also vielleicht sein Tor zu seiner eigenen Zufriedenheit geöffnet. Als Picasso starb, ist Jahre später, hat sie sich dann auch das Leben genommen, weil sie selber gesagt hat, sie kann ohne Picasso nicht leben. Und was ist jetzt unser Eindruck? Mein Eindruck ist der, bei aller Begeisterung, die ich in früheren Jahren und auch in mittleren Jahren für diesen Künstler hatte, ist nach wie vor getrübt. Aus der Sicht von diesem menschlichen, etwas monströsen Wesen, und ich hatte das ja vorhin zum Ausdruck gebracht, war er ein Vampir? In irgendeiner Art und Weise war er ein Energievampir, das mit Sicherheit. Und ich glaube, dass er heute mit dieser Art Verhalten bestimmt auch schon längst eine gelbe Karte erwischt hätte, nach dem Motto, so und jetzt übertreiben wir es nicht mehr. Er hat nie eine Frau geschlagen. Er hat sie psychisch sehr, sehr schlecht behandelt. Und sie haben ja alle ihr Leben mehr oder weniger freiwillig nach dem Picasso-Leben auch beendet. Das Wesentliche, was wir immer wieder vergessen, ist, dass ein Künstler immer im Verhältnis zu einem weiblichen oder auch ein Künstler zu einem männlichen Part lebt. Und wie stark die Liebe eine große Rolle spielt, auch wenn es nicht die gefundene Liebe ist, wie es in der Auseinandersetzung ist. Und das ist das, worum es mir im Wesentlichen ging bei dieser Betrachtungsweise des Künstlers Picasso und seiner Frau. Vielen Dank. Und nochmal, ganz wichtig, liken Sie uns, bitte, 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 und werden Sie Abonnent von diesen Videos. Vielen Dank.